Massig Verkäufe, Squad Battle Rewards, Vorbesteller-Packs, Abfahrt ist angesagt. An diesmal ist die Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch nach einem Tag Pause zu einem weiteren Road to Glory Video. Und heute habt ihr es schon mitgekriegt, heißt es wieder mal Zeit für Squad Battles, Vorbesteller-Packs, für andere Packs. Wir gehen alle Verkäufe etc. pp. Durch und wir gehen auch darauf ein, wie meine letzten zwei Weekend League Spiele waren und natürlich auch, was wir investiert haben, was gut gegangen ist mit Flippen, mit überteuer Verkaufen und so weiter und so fort. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Video einfach mal einen Daumen nach oben da lasst, das gerne kostenloses Abo da, ja, um mich weiterhin zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Hashtag Road to 210.000 Abonnenten, ne? Da fehlen nicht mehr so viele und ihr wisst genau, 50% der Leute, die die Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Also kannst du das definitiv jetzt direkt machen, weil du nichts mehr verpassen möchtest. Und deswegen, ja, wollen wir direkt mal reinstarten. Und zwar gehen wir erstmal rein in die Verkäufe. Ihr seht es im Hintergrund. Ich habe meinen Verein auf jeden Fall ein Stück weit leer geräumt. Des Weiteren haben wir 600.000 Münzen investiert. In was, fragt ihr euch? Und zwar in Once-to-Watch-Karten. Die habe ich ja am, oder ich habe es ja in der letzten Folge oder sowas erzählt, oder vorletzte, dass ich die 600k, die ich hatte, eben investieren möchte. Das bin ich, oder habe ich gemacht. Mit OTW-Karten. Ihr seht schon im Hintergrund, Aller zum Beispiel hat sich schon mal für 30.750 Münzen überteuert verkauft. Ich habe dazu keinen neuen geholt. Wir haben außerdem noch Brands geholt, wir haben Icardis geholt und wir haben Sarabias geholt. Und Sarabia hat ja extrem gut gespielt. Und als er sein Tor gemacht hat, ist er dann ordentlich gestiegen. Des Weiteren, seht ihr das auch im Hintergrund, haben wir Mondi verkauft jetzt für 40.000 Münzen. Ndombele ist weggegangen. Wir haben allgemein überteuerte Verkäufe zwecks den Non-Ware-Spielern. Und sozusagen aus der englischen Liga. Ihr seht, ein paar Icardis haben wir noch drauf. Des Weiteren haben wir noch ein paar andere Wochenaufgaben abgeschlossen. Woche 2 können uns dadurch die Belohnung holen. Heute machen wir 2 Packs wieder auf aus der Belohnung. Ganz wichtig, Jungs, nehmt die Packs immer mit. Des Weiteren, Oyarzabal ist weggegangen. Wir haben Sissoko geholt gehabt für 43, haben wir für 45 wieder verkauft. Ich dachte, der steigt mehr. Allgemein bin ich davon ausgegangen, dass der Markt eher nach oben geht, als es eigentlich ist, weil so hoch ist er nicht gegangen und jetzt nach der Regen League sinkt er natürlich. Und ihr seht schon, wir haben Wan-Bissaka überteuert verkauft für 50.000 Münzen. Sarabias habe ich mir jeweils für 13k geholt, einen für 19k weg, einen für 21k weg und einer ging sogar für 30.000 Münzen weg. So viel ist er jetzt mittlerweile auch wert. In Icardi ging überteuert weg, als er getroffen hat, für 38.000 Münzen, die haben wir geholt für 29.000. Also haben wir dahingehend schon mal ein paar Münzen plus gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht mal ganz so schlecht. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar OTWs. Die werde ich erstmal halten und überteuert draufstellen, weil das Flippen, ich muss erstmal in das ganze Ding reinkommen. Und deswegen, ja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze abläuft. Hazard hat ja nicht so gut gespielt, haben wir für 17 geholt. Der ist jetzt, glaube ich, bei 16.000 Münzen. Wir haben Wagner verkauft, Jones, wie gesagt, noch ein paar Engländer und Rufier. Da hatte ich 3-4 Mal den Spieler geholt. Ist dann ein Stück weit gestiegen, ging halt noch überteuert verkauft weg. Nehmen wir mit. Gehen wir rein in die letzten zwei Weekend League Spiele, denn ihr wisst ja genau, die, die mich auf Twitter vielleicht abonniert haben, beziehungsweise mir auf Twitter folgen, ne, dass ich mit 3-8 reingestartet bin. Ja, und mit 3-8 ja, habe ich mir gedacht, was wird das bitte für eine Weekend League werden. Ne? Und damit ist es dann so weit gekommen, dass ich irgendwann dann 11-8 stand. War dann bei 12-9 und stand dann jetzt gerade bei diesen zwei letzten Spielen insgesamt schon bei 15 Siegen. Heißt, wir hatten die Möglichkeit, noch in den letzten zwei Spielen auf Gold 2 zu kommen. Positiv denken. Ich hätte nie gedacht, dass im Endeffekt wir es schaffen würden, so weit uns noch nach oben zu pushen, weil das, was wir damals gespielt haben, beziehungsweise am Freitag gespielt haben und dort mit 3-8 reingestartet sind, war irgendwie schon eine absolute Katastrophe. Deswegen waren wir jetzt eigentlich ganz gut dabei. Es steht 3-0 im vorletzten Spiel. Heißt, müsste eigentlich ein sicherer Sieg sein, wenn wir das gewinnen. Übrigens, wunderschönes Tor hier nochmal von Wijnaldum. Schön hochgelupft das Ding. Wenn wir das ganze Ding gewinnen, heißt es, wir gehen ins finale Spiel um Gold 2. Und das wäre natürlich sensationell. Mit einem Team, was 100.000 Münzen wert ist, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Aber ich muss eins sagen, was mir extrem aufgefallen ist, gerade wenn du gegen Pay-to-Win-Mannschaften spielst, oder allgemein Mannschaften spielst, wo richtig, richtig gute Spieler drin sind, hat man mit einem 100k-Team absolut keine Chance. Wenn man, zumindest wenn der Gegner sagt, oder wenn ich den Gegner so einschätze, dass er wenigstens ein Stück weit FIFA spielen kann, und das konnten natürlich ein paar, ja, manche zum Beispiel, ich habe auch gegen ein Team gespielt mit Van Dijk und der konnte halt kein FIFA spielen, den konntest du halt auch mit zu einem Ragequit zwingen. Das war alles gar kein Problem. Aber sobald man einen Spieler als Gegner hat, der wirklich ein bisschen was von FIFA versteht und er definitiv Spieler hat wie Messi, wie Neymar, wie Mbappé oder sonst wer,
du hast absolut keine Chance. Ich finde dahingehend, also wenn du wirklich das gleiche Spielerniveau hast, ist es schon ein Stück weit Pay to Win. Und ihr seht schon, in der 50. Minute steht es 3:0 schon für den Gegner. Da war ich eigentlich schon abgehakt, das Ganze. Machen dann aber direkt in der 50. Minute, fragt mich nicht, was der Gegner damit zu tun hatte, machen wir direkt den Anschlusstreffer. 3:1. Heißt, wir hatten nochmal die Chance. Wir haben nochmal Salah, Hazard und Co. eingewechselt, die Leihspielschnitt, die ich noch übrig hatte. Und dann stand es in der 73. Minute 3:2 und ich war richtig, richtig gut drin. Und dann, ja, ist Folgendes passiert. Ihr seht im Hintergrund die Aktionen unseres Gegners. Denn unser Gegner hat einfach gedacht, wir spielen ab der 73. Minute einfach mal auf Zeit. Grüße gehen raus an Lauritz 678. War auf jeden Fall extrem cool. Ich habe alles gegeben. Wir hatten nochmal einen Eckball. Wir hatten vielleicht mal noch eine kleine Chance. Aber im Endeffekt hat er es so gut gemacht. Er hat die ganze Zeit nur Bälle abgeschirmt. Hat immer versucht, wirklich die komplette Zeit von der Uhr zu nehmen. Und damit ist es am Ende dann doch, leider Gottes, sind es leider nur 16 Siege geworden. Heißt, wir gehen mit Gold 3 rein in die ersten Regent League Rewards. Bin trotzdem extrem zufrieden, muss ich persönlich sagen. Und jetzt gehen wir rein ins Packs Ziehen. Ja, Jungs, wir sind jetzt auf dem Road to Glory Account richtig drauf. Und ich muss sagen, das Wochenende war irgendwie nicht so perfekt. Denn ich habe gerade jetzt nochmal nach der Regent League nochmal 4 Stunden lang Squad Battles geschwitzt. Ich habe kein einziges Spiel in der Woche gemacht. Ja, und dadurch ist es halt leider auch nur Gold 1 geworden. Und Gold 1 im Gegensatz zu Elite 3, ja, da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Hier haben wir halt ein Jumbo Premium Gold Pack, ein 25k Pack und ein Prime gemischtes Spielerset plus 11.000 Münzen. Wir hätten halt in Elite 3, wie ich halt am liebsten hingekommen wäre, hätten wir halt ein Mega Pack bekommen, 35k Pack und zwei 25k Packs, völlig egal. Wir haben ganz viele Saisonaufgaben außerdem gelöst. Da können wir einiges machen, und zwar Squad Battles haben wir abgeschlossen, haben wir 50 Spiele insgesamt gemacht. Das sind schon mal die ersten 500 EP. Des Weiteren haben wir in Saisonaufgaben auch noch, zack, 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 gehen wir mal ganz hoch, hier Oktoberfest, Glückszahl 7 haben wir abgeschlossen, kriegen wir ein Premium Pack aus der Bundesliga, Premium Gold Pack, nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir haben des Weiteren einen Meilenstein, und zwar bei Squad Battles, mit den 50 Squad Battles Spielen auf mindestens Schwierigkeitsstufe Halbprofi geschafft. Heißt, wir kriegen nochmal ein Untrade Pack, 25k, nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Des Weiteren, was haben wir noch? Food Champions haben wir noch, 10 Siege. Wir haben ja 16 geholt. Heißt aber ein 2-Spieler-Pack. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Und wir haben natürlich auch noch Saisonfortschritte. Und da sind wir mittlerweile hier angekommen, dass wir auch nochmal ein Prime-gemischtes Spielerset untradable bekommen. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Des Weiteren gehen wir mit Level 18. Das haben wir auch abgeschlossen. Seltenes Gold-Pack. Auch das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Auch wenn es untradable ist. Aber wir haben einige Packs jetzt noch vor uns, die wir ziehen können. Insgesamt, oh Gott, das sind ja wirklich viel. 12, 13 Stück. Und da hat sich übrigens gerade was verkauft. Ach nee, das waren die Dings. Das waren ja die Münzen von Squad Battles. Ja, sind einige Packs, die wir jetzt ziehen können. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir so drin haben werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie seid ihr in die Weekend League reingestartet. Was fandet ihr positiv, was fandet ihr negativ? Wie habt ihr abgeschlossen? Was habt ihr aus euren Squad Battle Rewards gezogen, aus euren Vorbesteller-Packs? Alles das natürlich unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir hoffen natürlich heute endlich mal auf Packler. Ja, wir brauchen Münzen, wir wollen unser Dream Team haben. Und zwar bleiben noch insgesamt, wenn mich nicht geist, durch 13, 14 Tage, knapp 2 Wochen, um unser Dream Team mit Mbappé, Reus, Son, Oba etc. pp. Fertig zu haben. Wird nicht einfach werden, kann ich einfach so sagen, weil ich bin noch nicht so wirklich im Game drin. Ich frage mich nicht, wieso, weshalb, warum, aber ich bin zurzeit noch nicht wirklich so drin, wo ich sage, es läuft richtig gut. Ja, deswegen einfach mal gucken. Wir starten rein, 2 Spielerset, kein 83 Plus Spieler. Man kennt ihn ja, also wenn wir heute einen Walkout ziehen, ist das schon sensationell. Ja, Mkhitaryan ziehen wir hier. Wir haben ja auf dem Pay-to-Win-Account Sanchez gemacht mit der SPC. Die werden wir hier nicht machen. Ja, wie gesagt, sind eh untradable. Können wir erstmal speichern. Gerade diese untradable Packs, Jungs, ich habe es euch immer wieder gesagt. Ihr habt es gesehen bei der letzten Folge, wo ich echt enttäuscht war, dass es nicht so gut angekommen ist. Weil wir haben 4.000 Münzen ausgegeben und 4.000 Münzen ausgegeben und 16.000 gemacht. Es war kein Clickbait, es war halt wirklich so. Ja, 83 plus. Guck mal rein, was es ist. Ist glaube ich in Inform, so sieht's aus. Aus Senegal, Innenverteidiger. Oh, Grüße gehen raus. Ziehen wir erstmal einen Schalker. Ja, mit Sané, 83er Rating. Ich weiß nicht, ob der untradable ist oder ob es das tradable Pack war. Lassen wir uns überraschen. Weil, ja, das Video fand ich eigentlich vom Titel her nicht so übertrieben, weil es halt wirklich so passiert ist. Okay, das, okay. Das ist das tradable Pack. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir mit. Montiel haben wir noch mit dabei.
Der kostet vielleicht auch noch ein paar Coins. Valeria Duris ist noch mit am Start. Ist sehr gut. Nehmen wir natürlich mit. Dann gehen wir direkt mal weiter zu unseren Untradables. Prime gemischtes Spielerset. Untradable. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht auch ein 83 plus Spieler. Nein, ist es nicht. Leider Gottes. Aber, okay, wir haben Sané. Den können wir, glaube ich, für 12.000, 13.000 Münzen verkaufen, wenn wir wollten. Den werde ich erstmal behalten, gerade für SBCs. Wenn der SBC rauskommt und man Informs braucht, geht er nochmal ein Stück weit nach oben. Gutes Rating. Und deswegen nehmen wir den natürlich sehr, sehr gerne mit. Ja. Klar, die Frage ist halt mittlerweile, es stellt sich ja der Verdacht, dass es wahrscheinlich gar keine Ligen-SBCs mehr gibt. Ob dann Silberspieler noch so wichtig werden, ist halt die andere große Frage. Ja. Mal gucken. Premium Goldpack, Bundesliga, Untradable. Da könnte ein Reus drin sein, den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ja, oder es kommt halt ein Nonge. Ja, also, unser Packlack ist natürlich am Start mit Kramer, Maschine. Grüße gehen raus an unseren Weltmeister. Aber, ja, gut. Serdar, also irgendwie ziehen wir nur Schalker, kann das sein? Grüße gehen raus an Broski. Das Leihpack lassen wir heute weg. Das ziehe ich einfach so, weil es, glaube ich, nicht so viele von euch interessiert. 81 bis 85. Aber wir machen weiter. Und zwar gehen wir erstmal weiter mit unserem Jumbo Premium Goldpack. Wir haben noch ein Premium Goldspielerpack. Ich gehe erstmal auf das Premium Goldspielerpack und gucke einfach mal, was da drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück, Jungs. Ne. Definitiv nicht, sondern wir ziehen ZTM Fernando, 81er Rating. 25 K-Packs, die wir jetzt hier ziehen werden. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas Gutes aus diesen 25 K-Packs gezogen, so gefühlt. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich da mal was Gutes rausgezogen habe. Und aus den Vorbesteller-Packs sowieso nicht. Ja, da haben wir jetzt 6 von geöffnet, da hatten wir noch nicht mal einen 83-Plus-Spieler drin. Aber egal, machen wir weiter mit unserem 15K-Pack, was wir zur Verfügung haben. Let's go und gucken mal rein, was drin ist sein wird. Das wird 83-Plus werden. Leider Gottes kein Walkout, sondern es wird werden Innenverteidiger 85er Jimenez. Sehr, sehr geile Karte. Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich weiß gar nicht, was die gerade kostet. Aber 85er Jimenez, ich glaube, der kostet schon seine 20K, oder? Ich gucke gerade mal nach. Jimenez kostet ja, 8.800 Münzen, fast 20.000 Münzen, aber der war doch mal ein bisschen mehr wert, ein 85er, oder? Der war immer nur bei 10k, krass, hätte ich nicht erwartet. Zweiter noch Falcao am Start, Gomez Andrade, Marcos Lorento, Cosciello etc. Ja, das was halt so typisch standardmäßig drin ist, ich glaube, Javinho wird nichts weiter kosten, den stoßen wir direkt ab. Aber okay, 10k zumindest schon mal rausgeholt aus dem 15k-Pack. Machen wir weiter mit dem allerersten Vorbesteller-Pack. Mal schauen, ob wir da das Pack da haben und mal einen 83-Plus-Spieler ziehen. Ich bin gespannt. Nein. Ich weiß nicht, was mit den Vorbesteller-Packs los ist. Also ich habe mich auf die eigentlich richtig sehr gefreut, aber... Ja, 82er Tyson, unser bester Mann. Na gut, ist die Frage... Ja... Schön. Hype. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Wir machen es einfach. Wir probieren es nochmal mit Pack Nummer 2 aus den Vorbesteller-Packs. Es ist Wahnsinn, Jungs. Es ist Wahnsinn, wenn ich andere Road to Glory-Spieler sehe und Accounts und wo ihr mich immer markiert und so weiter. Was ihr aus Packs zieht, das ist abnormal krank. Und dann kommen wir. So gefühlt. Also, ja. Abraham war mal in Form. Ich weiß gar nicht, ob der was kostet. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, das können wir abstoßen. Das brauchen wir nicht. Aber ihr seht, wir haben jetzt einen Spieler gezogen, der mal 8k wert war. Klar, alles Glücksspiel. Denkt dran, Wechseln kann süchtig machen. Aber es wäre halt schon mal schön, was Krankes zu ziehen. Damit wir einen Fortschritt machen. Ja, gehen wir rein. Auch hier kein 83-Plus-Spieler. Wie immer halt so gefühlt. Sondern es wird werden. Linker Mittelfeldspieler wie Todo. Okay, können wir mitnehmen. Wird vielleicht irgendwann mal steigen durch eine SPC. Ach Jungs, es ist irgendwie schon ein Stück weit belastend. Ah, die sind sowieso untradable. Die können wir dann für SPCs irgendwann nutzen. Ne? Und damit gehen wir rein ins letzte Pack. 3, 2, 1, let's go. Und gucken einfach mal, was hier drin ist. Ich erwarte nicht sonderlich viel, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ja, so sieht's aus. Herzlich willkommen, das ist mein Packlack. Ja. Canero, 79er Rating, Hype. Also ihr seht schon, was wir ziehen. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also das Glück ist auf jeden Fall dieses Jahr definitiv nicht auf unserer Seite.
Ja, Pavon, okay, der kostet noch ein bisschen was, 1200. Wahrscheinlich die wertvollste Karte, die wir gezogen haben. Ach nein, MSZ, ZRM ist mit dabei. Sind wenigstens das noch 3000 Coins. Aber sonst im Endeffekt, es ist irgendwie schade. Es ist irgendwie schade, weil wir sagen extra, wir machen eine Road to Glory. Und da das Packlack zu haben, was wir vielleicht auf dem Money-Account hätten können, ja, gab's nicht, weil das haben wir ja dort auch nicht gehabt. Da habe ich auch mal 100.000 FIFA-Points ohne Workout geöffnet. Grüße gehen raus an EA. Ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, trotzdem würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. 82er Kater haben wir übrigens im Vorbesteller-Pack gezogen, Hype ist da. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr gehypt seid auf die RTG sowieso. Und damit gehe ich raus, wir sehen uns. Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Euer Chris Sund. Ciao, ciao.